Und wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXZ und CapTrader. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Bitte dieses Webinar nicht als Handelsempfehlung verstehen, dient nur zu Schulungszwecken. Sie müssen am Ende immer Ihre eigene Entscheidung treffen, ganz wichtig. Und wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren und ich übergebe sehr gerne den Jens. Denn Jens, wir haben in der Nacht die 1567. Meldung zum Handelskrieg China-USA bekommen und die Märkte freuen sich. Jetzt ist es bald soweit, schon seit der zweiten Meldung gefühlt. Was sagst du dazu? Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt mittlerweile, ich bin so ein bisschen immun gegen diese Meldung rund um die USA und China geworden. Ich habe eine ganz andere Meldung, also eine Meldung allerdings vorbereitet, die es dann deutlich in sich hat, die aktuell auch, glaube ich, das Treiben an den Märkten relativ gut zusammenfasst. Und es gab mal lange Zeit diesen Spruch, das war so im Zusammenhang mit der Fed und den QE-Maßnahmen, don't fight the Fed. Aktuell muss man die Fed an der Stelle durch entweder Donald Trump ersetzen oder eben the White House, also don't fight Trump oder don't fight the White House. Ich habe bedauerlicherweise jetzt nur den Link zu dem Tweet von Zero Hedge gefunden, aber es ist der erste Tweet, der mir heute Morgen eben ins Auge gestoßen ist oder gestochen ist und der perfekt auch die gestrige Entwicklung auch dann im Zusammenhang zum Beispiel mit dem DAX erklärt, der jetzt zurück über 11.800 Punkte gelaufen ist. Bevor wir allerdings damit starten, möchte ich noch mal ganz kurz hier den Risikohinweis auch aufrufen, ganz der Vollständigkeit halber, und auch noch mal kurz einen Verweis auf die Webseite zu meinem Buch geben, trader-dasbuch.de, und auch aus gegebenem Anlass ganz kurz tatsächlich auf etwas bei Amazon eingehen. Ich mache mal kurz Folgendes übrigens. Ich stelle mal den Link zu Amazon, zu dem Buch schon bereits ein. So. In die Chatbox und dann gehe ich mal ganz kurz zu Amazon selbst, weil ich möchte die Möglichkeit nutzen, zu dem Tweet kommen wir dann gleich. Ich möchte ganz kurz die Gelegenheit nutzen, einfach mal vielen Dank zu sagen, bis jetzt, bis dato für diese tollen Rezensionen. Sind zwar erst in Anführungsstrichen 9, aber das Buch gibt es auch erst seit eben dem 3.12. Also das heißt, im Grunde genommen ist es jetzt ein Quartal auf dem Markt und ich habe unfassbar viele tolle, positive Rezensionen bekommen, die auch interessanterweise all das aufgegriffen haben, was ich mir zum Ziel gesetzt habe, als ich das Buch geschrieben habe und was offensichtlich mir gelungen ist. Das heißt also, es kurzweilig zu gestalten, trotz der Tatsache, dass viele theoretische Aspekte auch abgedeckt werden, die allerdings anhand praktischer Beispiele mit Leben zu befüllen, dass es mir geglückt ist, das ziemlich eben, nachvollziehbar darzustellen, in sich also stimmig, dass ich das verständlich dargestellt habe und dergleichen und dass auch einige für sich schon bereits dann in der Lage waren, eben einen Mehrwert für ihr Trading zu ziehen, eine eigene Handelsstrategie eben zu erdenken beziehungsweise einen Anfang zu setzen und das jetzt entsprechend dann anhand dieses vorgestellten Ablaufplans, so nenne ich ihn mal, durcharbeiten zu können. Also erstmal möchte ich Danke sagen und zweitens darauf verweisen, also schaut einfach mal euch die Rezensionen an, für den einen oder anderen, der das Buch eben noch nicht hat, ob das vielleicht was für euch ist. Ich hoffe, dass es das ist und dass ich dann auch in der Lage bin, hier einen Mehrwert eben zu generieren für euer Trading. Und ja, dann kommen wir zu den Entwicklungen am Markt und eben diesem Tweet von heute Morgen. Das Problem bei Zero Hedge ist so ein bisschen auch im derzeitigen Umfeld. Deswegen, wie gesagt, ich habe die Quelle dafür nicht gefunden, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sie zügig finden dürfte wahrscheinlich, dass Trump das tatsächlich gesagt hat. Aber bei Zero Hedge, da sind auch ab und an jetzt so ein paar sarkastische Tweets eben tatsächlich dann dabei, wo man dann so ein bisschen aufpassen muss. Das ist übrigens auch etwas gewesen, warum ich am 1. April zum Beispiel überhaupt nichts retweetet habe. Also nicht nur bezogen auf Zero Hedge, sondern auf irgendeine Webseite, weil ich mir absolut nicht sicher war, ob das in irgendeiner Form tatsächlich der Wahrheit entspricht oder ob das nicht eventuell so ein April-Scherz eben tatsächlich ist. Aber der war nicht vom 1. April, sondern der war gestern, da hat Donald Trump wohl gesagt, dass US Equity Markets for record levels, also wir sind auf dem Weg in Richtung Allzeithochs, das ist absolut korrekt and he will make sure of it. Das ist das, was ich mit Don't Fight Trump in dem Zusammenhang im Grunde genommen gemeint habe. Sich im derzeitigen Marktumfeld auf der Short-Seite wiederzufinden, ist keine besonders gute Idee. Aktuell läuft scheinbar sehr, sehr viel nach Plan und
also nachdem wir eben so ein turbulentes viertes Quartal 2018 gesehen haben. Und derzeit sind wir eben auf dem besten Weg, tatsächlich neue Allzeithochs eben zu markieren. Ich will dazu ganz kurz hier mal in den Markt switchen. Wir werden auch gleich hier zu zwei Trades kommen. Das ist jetzt erstmal die Situation im DAX, auf den wir gleich kommen, wo wir auch sehen, wir haben 200-Tage-Linien jetzt zurückerobert. Wir gehen aber zuvor kurz einmal auf den S&P 500, wo wir sehen können, da oben die rotfarbene Linie ist das Allzeithoch. Dieser wichtige Widerstandsbereich, der konnte nachhaltig jetzt zurückerobert werden. 2820 Punkte sind es ungefähr. Und bis da oben, bis in den Bereich um so ungefähr 2950 ungefähr, findet sich kein wirklich signifikanter Widerstand mehr. Es sind noch roundabout 4%, die der S&P hier abzuliefern hat. Und alles in allem spricht relativ wenig dagegen. Und wir haben auch mit einigen Wirtschaftszahlen jetzt in den Wochenschluss hinein noch potenzielle Treiber, denn die Fed ist ja aus dem Weg, sprich also etwas anders formuliert, die Fed hat ja nichts weiter im Grunde genommen gemacht als den sogenannten Fed-Put reinstalliert. Und diese Reinstallation des Fed-Puts hat eben dazu geführt, dass man eben mit besseren Daten nicht erwarten sollte, dass sie dann weiter an der Zinsschraube dreht, sondern sie hat weitere Zinsanhebungen auf ihrer letzten Sitzung im März, das war, das muss ich mir ganz kurz rechnen, letzte Woche Mittwoch war es nicht, sondern es war die Woche davor, also vor zwei Wochen hat sie auf ihrer Zinsentscheidung hat sie den Dotplot ja nochmal neu ausgegeben, möchte man fast sagen. Den können wir uns gleich übrigens auch anschauen, den hole ich dann gleich nochmal rauf. Und der zeigt auf, dass wir keine weiteren Zinsanhebungen in 2019 erwarten sollten. Heißt also etwas anders formuliert, wir haben weiter eine verhältnismäßig sich expansiv präsentierende Fed auf der einen Seite. Und wenn jetzt dann das sich ergänzt mit günstigen Zahlen noch von der ökonomischen Seite, also sprich nach den recht soliden ISM-Manufacturing-Zahlen am Montag bereits, heute ISM-Non-Manufacturing-Zahlen reinkommen, die ebenfalls gut überzeugen können, die ISM-Employment-Komponente auch überzeugen kann. Der ADP-Datensatz, der veröffentlicht wird, bereits dann um 14.15 Uhr, also ISM 16 Uhr, 14.15 Uhr bereits ADP, ebenfalls als gute Indikation auch für den Non-Farm-Payrolls am anstehenden Freitag eben dann überzeugen kann, dann steht eigentlich einem sehr, sehr grünen Wochenschluss kaum etwas im Wege. Also gegen dieses Momentum würde ich mich derzeit nicht stellen wollen. Das heißt also, die Long-Seite ist ganz klar auf jeden Fall zu favorisieren. Und dann sind wir auch relativ zügig schon hier beim DAX für den heutigen Tag. Und jetzt fällt mir gerade übrigens auf, einen Augenblick. Wir müssen gleich übrigens mit einer Limit-Order arbeiten. Jetzt habe ich viel geredet und wir haben die Order, haben wir nicht eingegeben. Einen Moment, wo haben wir den denn? Habe ich den hier nicht reingesetzt? Breakout? Doch, da ist er doch. Also das ist ein Breakout-Indikator, der mir jetzt Folgendes anzeigt, nämlich die Range zwischen 8 und 9.05 Uhr. Was ich jetzt hier mache, übrigens, das wundert den einen oder anderen vielleicht, warum ich da 10 bzw. 9 Uhr schreibe. Das hat mit der Zeitdarstellung zu tun, also mit der Serverzeit zu tun. Das muss ich dann eine Stunde vorher eingeben. Und jetzt gucke ich mal kurz hier. Jetzt muss ich doch wieder mit dem Buy-Stop arbeiten. Das Hoch der Kerze liegt bei 11.860. Dann arbeiten wir hier mal mit dem Mini-Terminal. Legen einen Buy-Stop rein. Das erkläre ich gleich, was ich jetzt hier tue. Das mal ganz schnell abarbeiten. Zack. Und Place Order. Ah ja, habe ich einen Augenblick. Muss ich mal kurz hier gucken. Expert Advisors. So, jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Nochmal. So, 11.860. Mit zwei Kontrakten. Funktioniert es jetzt? Nee. Na, großartig. Was auch immer der Grund ist, warum das jetzt nicht funktioniert. Können wir uns auch gleich anschauen. Also, Pending Order, Buy Stop, 11.860. Zwei Kontrakte. Woran scheitert es jetzt? Place. Liegt das jetzt an mir?
Okay, jetzt habe ich es gesehen. Ich hab mich verguckt. Das ist nicht die 60, sondern es ist die 69. Okay. Gut, Verzeihung. Ich wollte jetzt gerade einen Buy-Stop reinlegen. Also woran ist es jetzt gerade gescheitert? In beiden Fällen ist es daran gescheitert, dass ich hier 8,60 eingeben wollte. Und wir haben natürlich bei 8,60 und ein paar kleine, glaube ich, gehandelt. Und deswegen kann ich natürlich keinen Buy-Stop in den Markt legen, sondern ich will ja das Hoch hier kaufen, welches bei 69 liegt. Und deswegen hat er das jetzt gerade nicht erkannt. Logischerweise. Also das heißt, das war mein Fehler. So, dann können wir hier draufklicken. Da geht nochmal ein extra Fenster auf. Und dann können wir hier noch einen Stop-Loss einsetzen. Fixed Price. Ich habe es gerade geschaut. Das ist die 8,37. So. Das sind dann 32 Pips entfernt. Und wir wissen ja, dass unser Take Profit im Verhältnis 2 zu 1 arbeitet. Und dann können wir das hier gleich entsprechend eingeben. Und so, damit habe ich dann entsprechend die Order platziert. Und das war es dann auch schon eben tatsächlich. Ich will jetzt nochmal ganz kurz das durchgehen. Also, und zwar schauen wir uns die Range an zwischen 8 und 9:05 Uhr im Zusammenhang mit dem DAX. Es ist jetzt auch eine Long Order, allerdings nicht nur durch die Tatsache, was ich gerade geschildert habe, dass die Long-Seite im Aktienbereich aktuell klar zu favorisieren ist, somit natürlich auch im europäischen Aktienbereich klar zu favorisieren ist, sondern das ist auch rein technisch im Long Setup bis jetzt auf jeden Fall. Das hat damit zu tun, wir arbeiten hier mit einem Filter, nämlich dieser Trendlinie, dieser blau, also Trendlinie, diesem gleitenden Durchschnitt, diesem blaufarbenen. Das ist der EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Und die Herangehensweise ist verhältnismäßig einfach. Die sagt nämlich, Handel Ausbrüche auf der Long-Seite, wenn wir drüber handeln, Handel Ausbrüche auf der Short-Seite, wenn wir drunter handeln. Das ist also anders formuliert, wenn wir jetzt hier unter diesen fallen würden, würden wir die Order von einem Buy-Stop auf einen Sell-Stop eben umändern. Und da wir aber drüber handeln, ist offensichtlich ein Buy-Stop zu setzen. Dann arbeiten wir mit dem Ausbruch aus dieser Range zwischen 8 und 9:05 Uhr. Das sind diese zwei rotfarbenen Linien. Da schaue ich mir das Hoch und das Tief an. Also rotfarbene Linien, diese dünnfarbene, waagerechte Linie, die hier eingezeichnet ist, über den Breakout-Indikator. Und die 8,69 ist das Hoch dieser Range. Da kaufe ich also entsprechend den Bruch. Der Stop wird platziert unterhalb des Tiefs dieser Range. Das ist dann hier in dem Fall die 8,37. Dann haben wir 32 Punkte Risiko, also von 8,69 bis 8,37 sind 32 Punkte. Und dann arbeitet das Setup mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1. Das heißt also, ich habe ein Risiko von 32 Punkten und lege dann entsprechend einen Take-Profit in einer Distanz von 2R, also 2 mal 32 gleich 64 Punkten auf der Oberseite eben. Ja, und so kommt eben dieses Setup da jetzt entsprechend zustande. Und jetzt harren wir der Dinge, die da kommen, warten auf den Ausbruch. Sollte der Ausbruch auf der Oberseite nicht erfolgen, sondern wir stattdessen hier erneut abkippen, dann sollten wir auf 5-Minuten-Basis unterhalb hier dieser blaufarbenen Linie schließen, also diesem gleitenden Durchschnittes, würden wir einen Sell-Stop in den Markt legen. Sollten wir, durch welche Umstände auch immer, hier jetzt nicht nur unter diesen EMA fallen, sondern auch noch aus dieser Range auf der Unterseite schließen, dann müssten wir mit einem Sell-Limit arbeiten. Soweit sind wir aber noch nicht. Also aktuell arbeiten wir noch mit Sell- bzw. Buy-Stop-Orders, an der Stelle eben mit einer Buy-Stop-Order, weil wir drüber handeln. So, also, kommen wir zurück zu der Einführung, beziehungsweise dem, was ich gerade eben schon sagte, Donald Trump und das sicher machen, das garantieren, dass es eben zu neuen Allzeithochs eben tatsächlich reicht. Ja, wie gesagt, don't fight Trump oder don't fight the White House. Inwiefern das eine gesunde Entwicklung ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass das natürlich einiges an Vertrauen, kommen wir nochmal zurück hier zum S&P, dass das natürlich einiges an Vertrauen unter den Marktteilnehmern zerstören dürfte, längerfristig. Denn sollte es früher oder später noch einmal zu Turbulenzen kommen, also sollten wir nochmal so etwas zu sehen kriegen, wie wir es jetzt gegen Ende des letzten Jahres zu sehen bekommen haben, dann wird sich das nicht mehr damit in den Griff kriegen lassen, dass man eben das Marktumfeld in irgendeiner Form manipuliert. Und dass man zum Beispiel eben dann wieder eine expansiv agierende Fed in Aussicht stellt oder Steven Mnuchin, der US-Finanzminister, beginnt aus seinem Urlaub in Cabo, Mexiko, aus seinem Weihnachtsurlaub irgendwie die Plunge Protection ins Spiel zu bringen und sonst dergleichen. Das ist also ein unglaublich gefährliches Spiel, was Donald Trump und das White House jetzt hier auf jeden Fall spielt. Die Order ist übrigens jetzt gefüllt worden. Ich kann mal ganz kurz nochmal rüber switchen in den DAX. Da sind wir jetzt gerade eben ausgeführt worden.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir uns aktuell dieser Gegebenheit fügen sollten und noch einmal nicht darauf spekulieren, dass eben es hier zeitnah zu einer Umkehr dieser Aufwärtsbewegung eben tatsächlich kommt. Ergänzend dazu, bei allem ja auch Respekt, muss man vielleicht sagen, für Gefühle, die man jetzt diesbezüglich eben hat, sei aber noch etwas anderes erwähnt. Es sei nämlich in diesem Zusammenhang noch eine statistische Komponente erwähnt. Den nehmen wir jetzt mal raus. Ich habe hier noch einen anderen Tweet vorbereitet. Wer bei Twitter unterwegs ist, dem empfehle ich auf jeden Fall, diesem Herrn zu folgen von LPL Financial, nämlich Ryan Detrick. Der hat einige unfassbar tiefgehende, richtig gute Statistiken, die er kostenfrei auf Twitter immer wieder zur Verfügung stellt. Unter anderem auch diese Geschichte hier im Zusammenhang mit dem aktuellen Bild, so wie sich der S&P jetzt im ersten Quartal dargestellt hat. Der hatte schon in der letzten Woche einen Tweet, am Freitag war es, einen Tweet abgesetzt gehabt, wo er einfach mal aufgezählt hat, wie oft ist es eigentlich vorgekommen, dass der S&P im ersten Quartal mehr als 10% zugelegt hatte. Das war tatsächlich seit 1950, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ist das 10-mal vorgekommen. Und in 9 von 10 Fällen war der S&P dann im Schnitt für die restlichen 9 Monate ebenfalls fester. Unabhängig von möglicherweise Drawdowns, die da entstanden sind oder sonst dergleichen. Ich habe den durchschnittlichen Wert jetzt allerdings nicht mehr im Kopf. Wenn ich es richtig erinnere und ganz, ganz tief im Kopf krame, waren es, glaube ich, etwa 6% durchschnittlich, die der Markt fester war. Das einzige Jahr übrigens, wo das nicht der Fall war, war 1987, wo wir uns erinnern, dass im Oktober der Schwarze Montag dort dann anstand, wo wir eben Abschläge gesehen haben, von denen wir uns haben nicht erholen können, mehr in den dann folgenden 3 Monaten oder 2 Monaten bis zum Jahresende, bis Weihnachten. Dann ist es so, dass er ebenfalls hier eine Statistik nochmal auf den Plan geholt hat. Wie gesagt, in diesem, wenn auch sehr stark überdehnten Marktumfeld, das einfach mal eben aus längerfristiger Perspektive zu betrachten. In 27 Fällen war es 25 Mal so, dass wenn es in den zwei ersten Monaten des Jahres eben einen grünen Schluss gab, ja, dass wir dann eben in 25 Fällen von diesen 27 im Rest des Jahres fester waren. 18 von 19 Fällen, wenn da die ersten 3 Monate eben grün waren, waren wir auch in den restlichen eben entsprechend höher. Das heißt also auch aus der Perspektive eine bullische Statistik. Und 34 von 34 Malen, wenn der S&P nicht unterhalb seiner Dezember-Tiefs geschlossen hat, im ersten Quartal, was ebenfalls nicht geschehen ist. Also wir erinnern uns mal kurz hier an den Chart. Das heißt etwas anders, wenn wir auf den S&P mal gehen, hier. Also da waren die Dezember-Tiefs und wir haben offensichtlich nicht ein einziges Mal unterhalb dieser Tiefs geschlossen. Das hat mit dieser V-Korrektur-Struktur eben zu tun, die wir hier zu sehen bekommen haben. Also wenn das der Fall war, dann war das gesamte Jahr vollständig höher, also in Bezug auf den absoluten Return eben tatsächlich. 34 von 34 Malen. Also aus dieser Perspektive 4 Statistiken, 4 Gründe für die Bullen sehr positiv zu sein. Sei es ein manipuliertes Umfeld oder sei es eben tatsächlich keins. Aber nochmal, wenn man sich das so ein bisschen aus der Distanz betrachtet, dann nimmt das mittlerweile schon ziemlich absurde Züge an. Vor dem Hintergrund eben der diversen Manipulationen, die da stattfinden. Es gab ja auch einige Berichterstattungen, die zum Beispiel erklärt haben, wie diese Kursentwicklung jetzt im S&P im ersten Quartal zustande gekommen ist, durch eben diese massiven Aktienrückkaufprogramme diverser Unternehmen, die eben gelaufen sind, dass es sich da weniger eigentlich um institutionelle Marktteilnehmer gehandelt hat, also Investoren oder Fondsmanager, die eben aggressiv gekauft haben. Das kann natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Treiber sein, denn desto länger das Jahr voranschreitet und desto mehr du im Grunde genommen jetzt nicht an dieser Rallye, die bis jetzt stattfindet, partizipierst, umso größer natürlich dann früher oder später mal der Druck oder dann auch der Zwang, der daraus resultiert, um eben den Investoren Performance liefern zu können, dann eben nachträglich zu kaufen. Ja, und das ist, wie gesagt, ab der zweiten Hälfte des Jahres wird das auf jeden Fall ein Thema sein, sollte sich die Entwicklung weiter so fortsetzen, wie wir sie derzeit zu sehen bekommen, dass genau das dann nämlich eine weitere Short Squeeze auch begünstigen könnte, die uns dann im S&P beispielsweise deutlich über das 3000er Level hieft. Also da gibt es diverse Gründe, derzeit auf jeden Fall den Vorteil auf Seiten der Bullen eben tatsächlich zu sehen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass das Weiße Haus offensichtlich, besonders Donald Trump, seine Performance als US-Präsident in Rendite am Aktienmarkt eben tatsächlich zu messen scheint.
So, das also einfach mal so ein bisschen im Zusammenhang mit den Entwicklungen von gestern. Ich schaue mal ganz kurz in die Chatbox. Ich könnte dir natürlich jetzt den Namen nennen. Das ist einfach nur der Breakout-Indikator, der heißt so. Aber ich würde was Folgendes vorschlagen. Man schicke mir doch einfach eine Mail an, ich stelle mal kurz in die Chatbox, jklatt@jk-trading.com. Dann würde ich nämlich diesen Indikator einfach zuschicken. Also das Problem nämlich bei diesen Indikatoren ist, es gibt davon einfach viel zu viele gefühlt. Und man weiß nie so wirklich, ist das jetzt eigentlich der richtige Indikator, den ich da habe? Ich muss den übrigens mal kurz hier anpassen. Ich habe es ziemlich festgestellt. Ich sollte mal eben hier, zack, den ebenfalls runternehmen. Wieso? So. Ich scheine noch einen zweiten Indikator drin gehabt zu haben. Aus der letzten Woche. Man erinnert sich, wir hatten ja da eine Zeitverschiebung. Also man schicke mir einfach eine Mail. Ich lasse den einfach zukommen. Das ist eine Sache von noch nicht mal 30 Sekunden. Also überhaupt gar kein Problem. Einfach derjenige, welcher der den Indikator haben möchte, schicke mir eine Mail. Und dann lasse ich genau den hier zukommen, der genau das erfüllt, was er tun soll, nämlich diese Range eben tatsächlich anzuzeigen. So, das also das Bild zum Aktienbereich. Der Trade läuft. Aktuell sehen wir auch Ausbruch aus der Open Range erfolgt auf der Oberseite. Ja, und jetzt haben wir die Dinge, die da eben tatsächlich kommen. Aktuell sind wir auf dem Weg Richtung 11.900 Punkte. Wir können mal kurz das Bild auf der Stunde uns betrachten. Da sehen wir auch, dass dieses Unterschreiten hier, dieses relativen Tiefs um roundabout 11.400 Punkte, so wie wir es am 22.03. zu sehen bekommen haben, dass es sich dabei offensichtlich um nichts weiter als seinen Unterbrecher gehandelt hat. Es ist in der Tat so, ich will das mal vielleicht ein bisschen theoretisch aufarbeiten. Ich will das mal kurz hier zeigen, was ich meine mit einem Unterbrechertief. Es gibt ja eine allgemeingültige Herangehensweise, die sagt, eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs kennzeichnet einen Aufwärtstrend und sobald es dann zu einem Bruch des ehemaligen des ehemals relativen Tiefs eben kommt, also das heißt hier, dieser in dem Fall, machen Sie mal daraus eine grünfarbene Linie, das heißt dieses relative Tief entsprechend unterschritten wird, dass das eben ein Trendbruch ist. Jetzt ist allerdings die Sache die, und das habe ich zum Beispiel auch in meinem Buch dargestellt, das ist nicht die allgemeingültige, zumindest nicht für mich geltende Voraussetzung, dass dann der Trend gebrochen ist, weil es sich nämlich um einen sogenannten Unterbrecher handeln kann, so wie wir es jetzt derzeit zu sehen bekommen, was dann der Fall ist, wenn wir nämlich hier nach eben Unterschreiten dieses relativen Tiefs dann anschließend neue Hochs markieren. Also derzeit ist das so das Paradebeispiel eigentlich dafür, wie so ein Unterbrechertief ausschaut. Wir haben eine Struktur steigender Hochs und steigender Tiefs, wir unterbrechen dieses und ziehen jetzt wie am Lineal gezogen einfach auf neue Hochs. Das ist ein klassischer, potenzieller sogenannter Stop-Phishing-Move, so könnte man ihn vielleicht sogar bezeichnen. Das heißt, natürlich jetzt hier problematisch ist, wäre oder ist auch natürlich, man kann natürlich andere Definitionen ins Feld führen. Also selbst wenn man sich solch einer Stop-Phishing Stop-Phishing Herangehensweise oder Unterbrechertief Herangehensweise eben nähert, dann hat man natürlich Folgendes, dass man sagt, aber irgendwann ist der Markt doch so weit unter dieses relative Tief gelaufen innerhalb eines solchen Bruchs, dass man dann eventuell sagen sollte, dass eben hier der Trend trotzdem gebrochen ist. Das ist natürlich ein Argument, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, da sind wir nämlich 150 Punkte drunter gelaufen. Das waren ausgehend von diesem Niveau hier mehr als 10% vom Indexstand, die wir unterschritten sind. Und könnten das realistisch meiner Meinung nach auch als Unterbrechertief eben dann klassifizieren, was einhergeht mit eben auch einem Trendbruch. Das ist allerdings eine Definitionsfrage. Und meine Definition liegt tatsächlich eher so im Bereich um die 15, eher 20%, die eben in diesem Moment nicht vollzogen wären. Aber das ist die Frage nach der Definition, die jeder für sich selbst beantworten muss, wie weit ein solcher Unterbrecher laufen muss, dass er auch dann eben einem Trendbruch, mit einem Trendbruch eben tatsächlich einhergeht. Und wann wäre es ein Trendbruch gewesen? Genau, das ist die Frage, die wir eigentlich beantworten wollen. Wann wäre es ein Trendbruch gewesen, wenn der Markt begonnen hätte, hier nach diesem Markieren dieser fallenden Hochs und fallenden Tiefs? Ich zeichne das mal vielleicht hier ein. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass der Chart nicht zu voll geladen wird. Ich mache das auch mal ganz bewusst schön dick. So, also das wäre meiner Meinung nach dann der Fall gewesen,
Wenn wir nach diesem Ausbilden einer solchen Struktur so hier zwar eine tiefe Korrektur gesehen hätten, die wäre absolut legitim gewesen, also das heißt, dass wir einen Großteil dieses Moves hier korrigieren, aber dann von dort eben nochmal abkippen, mag er nicht, mehr hier, so, nochmal abkippen und dann neue Tiefs markieren, dann wäre das definitiv ein Trendbruch gewesen, der in diesem Fall auf den Weg gebracht worden ist. Da wir aber genau diesen Move hier nicht zu sehen bekommen haben, nach dieser Gegenbewegung, sondern stattdessen das letzte relative Hoch, was sich auf der Stunde ausgebildet hat, um 11.600 Punkte war es, haben überschreiten können, also das heißt zurückerobern können, in der Tat diese Woche haben zurückerobern können, das war am Montag, die sind dann sogar über dieses Niveau gegappt bei der Eröffnung. Es ist eben so gewesen, dass wir jetzt dadurch eben diese Struktur, diese fallenden Hochs und fallenden Tiefs nicht waren in der Lage, eben so fortzuschreiben und dadurch, dass hier wirklich dann als Unterbrecher durchgeht. Also das heißt, diese Aufwärtsstruktur, auch wenn sie kurzzeitig unterbrochen war, ist dennoch jetzt als weiter intakt durch diesen Kursverlauf aktuell zu sehen und die Tatsache, dass wir jetzt hier neue Hochs markiert haben. Also das heißt, auch aus dieser Perspektive, steigende Hochs, steigende Tiefs, ist derzeit die Long-Seite zu favorisieren, auch wenn natürlich absolut legitim ins Feld geführt werden muss, dass der Modus schon grundsätzlich sehr, sehr überdehnt auf der Oberseite ist und natürlich Chance-Risiko-Verhältnis technisch sich dieses Bild für Long-Engagements recht unattraktiv darstellt. Das habe ich jetzt nicht offen kommuniziert, das hätte die Sache auch unnötig verkompliziert jetzt, meiner Meinung nach. Ich habe allerdings schon eine entsprechende Maßnahme ergriffen. Ich habe nämlich durch die Reduktion der Positionsgröße, das Risiko ist jetzt bei 0,7-0,8%, habe ich schon dieser Tatsache Tribut gezollt, dass wir eben hier diesen überdehnten Modus eben vorfinden. Was heißt Reduktion der Positionsgröße? Wenn ich normalerweise in solch einer Struktur, in der eigentlich viele Faktoren in Richtung Long sprechen und auch der Trend stark ausgebildet ist und so weiter und so weiter und so weiter, dann ist es absolut gerechtfertigt, das auch aggressiv zu traden. Also das heißt, mit einem Risiko von einem, vielleicht sogar 1,5%, um eben die maximale Kapitalisierung des identifizierten Vorteils eben zu gewährleisten. Wenn sich der Modus allerdings dann so darstellt, wie er es hier tut, und dann können wir auch den nächsten Aspekt, auch den mache ich übrigens dann zum Thema im Buch. Ich habe zwar nicht viel dem Thema Markttechnik gewidmet, aber nichtsdestotrotz so einige grundlegende Aspekte habe ich dennoch versucht abzudecken. Dann ist es so, ich habe dort eine Unterteilung vorgenommen in den sogenannten Ursachebereich und in den sogenannten Wirkungsbereich. So, das sieht jetzt nicht besonders schön aus, ehrlich gesagt. Im Buch ist das wesentlich schöner dargestellt. Aber und zwar ist es so, dass Korrekturbewegungen in diesem Bereich zurück hier jene Korrekturbewegungen sind, die man eben kaufen sollte, ja, weil sie eben auch aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Sicht attraktiver sind, während eben das Vorstoßen hier in diesen rotfarbenen Kasten dazu beiträgt, dass das Chance-Risiko-Verhältnis nach oben dahingehend unattraktiver wird, weil nämlich dann Institut oder professionellere Marktteilnehmer diese Bereiche eher nutzen, um Material abzuladen und eher zu verkaufen. Und ausgehend auch von der, nennen wir sie jetzt mal ganz plump, Tiefe ihrer Taschen, in der Lage sind, natürlich einen stärkeren Verkaufsdruck eben auf den Weg zu bringen. Das heißt, der ganz wesentliche Treiber für weiteres Aufwärtsmomentum beginnt eben in dieser Progression wegzubrechen und dann eben entsprechend sich zunächst einmal eine Regression anschließen sollte. Und das ist eben etwas, diese Umverteilung, die beginnt in diesem rotfarbenen Kasten, da willst du natürlich ungerne derjenige welche sein, getreu dem Motto, den Letzten beißen die Hunde, also dann willst du der Letzte sein, der hier, und du möchtest nicht der Letzte sein, so rum, der hier oben eben noch kauft und dann eben in diesem sehr stark überdehnten Modus, in diesem fortgeschrittenen Stadium dieses Trends oder beziehungsweise nicht des Trends selbst, sondern vielleicht der Progression, eben dann derjenige welche Käufer bist. Und das kann man eben dadurch dann versuchen, in den Griff zu bekommen, indem man eben versucht, hier mit einer reduzierten Positionsgröße bei dem Umsetzen der Handelsstrategie eben auf den untergeordneten Zeitebenen zu arbeiten. Also wir betrachten an der Stelle, ich habe es jetzt nicht drüber geschrieben, aber hier im erweiterten Sinne das H1-Bild und machen dann, also ausgehend von der Stunde, eine Analyse. Das ist unser direkter Dominator, wenn wir 5-Minuten-Ebene traden oder auch wenn wir 15-Minuten-Ebene traden und machen dann ausgehend von dieser Analyse, schließen zurück auf unser
unsere Gegebenheit auf der von uns gehandelten Zeitebene, auf der 5-Minuten-Ebene. Also das heißt, wir arbeiten hier auch mit dem Ineinandergreifen von Zeitebenen eben tatsächlich. Und wenn wir sehen, dass wir hier weniger Dynamik auf der Oberseite ausgehend von der Marktstruktur erwarten sollten, im H1 seitens unseres Dominators, dann macht es natürlich auch Sinn, für uns in den defensiven Modus auf der untergeordneten Ebene zurückzuschalten. Und genau dem schulden wir dadurch Tribut oder zollen wir Tribut, dass wir eben dann die Positionsgröße auf unserer Zeitebene beginnen zu reduzieren. Und das habe ich, wie gesagt, jetzt gerade eben, auch wenn ich es nicht offen kommuniziert habe, aber dahingehend eben getan, dass ich hier eine reduzierte Positionsgröße dann nicht von 1 bis 1,5% Risiko gefahren bin, sondern eben tatsächlich von 0,8%. So, derzeit sieht es aber nicht danach aus, als wenn es hier zu einem Rücksetzer erstmal in irgendeiner Form kommt, sondern stattdessen eher, dass wir die 11.900er Marke aufs Korn nehmen. Und jetzt kommen wir mal zu der analysetechnischen Geschichte. Und wenn die diversen Zahlen, die dann heute eben noch anstehen, also ganz besonders der ADP und dann auch entsprechend der ISM, wenn die eben veröffentlicht werden, da besteht durchaus nochmal einiges an Potenzial auf der Oberseite, die dann eben dazu beitragen könnten, dass eben hier vielleicht sogar heute schon die 12.000er Marke im DAX tatsächlich angekratzt wird auf der Oberseite, was natürlich auch ein ganz interessanter Aspekt dann für den Devisenmarkt eben tatsächlich ist. Ich will ganz kurz hier den zumachen und auf eine Webseite verweisen. Also erstmal die Zahlen, die heute anstehen, habe ich hier vorbereitet, einen Wirtschaftsdatenkalender auf der Webseite von FX Flat zu finden über den Bereich Training und dann hier der Wirtschaftsdatenkalender. Und da sind dann eben entsprechend diese News-Events auch genau aufgearbeitet. Also man kann hier sehen, diese Relevanz, 3 Sterne, ist die höchste Signifikanz, ISM, Einkaufsmanager-Index für Dienstleistungen. Das ist also der sogenannte Non-Manufacturing, der Herstellungsindex ist vom Montag. Dann haben wir noch den ADP-Datensatz und wir haben jetzt gleich ich glaube 10.30 Uhr ist das übrigens. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die PMIs hier, Einkaufsmanager-Index, die werden um 10.30 Uhr veröffentlicht. Das könnte damit zusammenhängen, dass wir jetzt eine Zeitumstellung eben tatsächlich gehabt haben und GMT ungleich BST ist. Also BST ist nämlich die Londoner Zeit und GMT ist nicht verändert. Also das heißt, etwas anders formuliert, wir sind jetzt 2 Stunden von GMT weg, aber nur 1 Stunde von London. Ja. Und so könnt ihr das dann erklären. Okay, das ist aber auch völlig egal. Also Daten werden auf jeden Fall in 10.30 veröffentlicht. Ich will aber nochmal zurückkommen hier auf den US-Bereich und dann auch vielleicht einen kurzen Blick werfen auf die ADP-Zahlen mit Ausblick auf die Non-Farm Payrolls am Freitag. Diese Webseite, tradingeconomics.com, die ist zwar nur verfügbar, oh, Moment, ich muss mal überlegen, ich glaube, die gibt es auch auf Deutsch, ehrlich gesagt. Ja, gibt es auch auf Deutsch. Ist zwar weniger übersetzt, aber auch ganz gut zu nutzen. Okay. Und also 10.30 Uhr war korrekt. Okay, perfekt. Also tradingeconomics.de, ich bleibe jetzt mal auf tradingeconomics.com, also auf der englischsprachigen Seite, aber für diejenigen, welchen, die sich auf Deutsch anschauen wollen, die schauen einfach auch .de, also das heißt die deutsche Endung dann. Da geht man auf Indikatoren, Countries, und das, was an dieser Webseite so phänomenal cool ist, ist die Tatsache, dass man diese Datensätze in der Lage ist, miteinander sehr, sehr gut auch mal zu überlagern, sich das mal anzuschauen. Also so eine Sachen anzuschauen wie Korrelationen zum Beispiel. Und wenn wir dann hier auf Labor gehen, also das ist dann der Arbeitsbereich, dann sehen wir da oben auch den ADP Employment Change. Das ist gleich der erste, ausgehend von der Tatsache, dass es mit A anfängt und dass es eben alphabetisch hier aufgelistet ist. Und wenn man da draufklickt, dann sieht man die letzten Zahlen eben, die hier veröffentlicht worden sind, auch die jüngsten für die letzten, ich weiß gar nicht, 4, 5 Monate zurückgehend. Und dann können wir mal Folgendes machen. Wir können uns mal die Daten anschauen für die letzten 5 Jahre zum Beispiel. So, die sind alle wunderbar aufbereitet. Was aber jetzt wirklich interessant wird, ist Folgendes. Wenn ich hier auf Compare, also auf Vergleichen klicke, dann kann ich dort ein Land wählen. Das sind dann die USA. Dann müssen wir runter bis zu U, also United States. Die haben wir hier. Und dann nehmen wir den Indikator und dann geben wir mal ein NFP, also Non-Farm Payrolls. Und dann macht er Folgendes, dann überlagert er diese zwei Grafiken wunderbar. Das heißt, wir können etwas anders formuliert in blau jetzt den ADP sehen, beziehungsweise in schwarz gepunktet den Non-Farm Payrolls Datensatz. Und was man relativ gut erkennen kann, ist, dass beide Datensätze eigentlich eine recht hohe positive Korrelation zueinander haben. Also sprich, wenn der eine überzeugt, sollte der andere auch überzeugen. Das passiert natürlich nicht immer. Also es gibt häufig genug auch hier Abweichungen,
Dann haben wir aber auch das Potenzial für einen sogenannten volatilen Datensatz. Also sprich, wenn die ADP-Zahlen solide reingekommen sind und man auch solch eine solide Zahl für die Non-Farm-Payrolls erwartet und die dann enttäuschen, dann hat man hier meistens einiges an Volatilität eben entsprechend in den Märkten, ganz besonders in allen US-Dollar-Crosses, das heißt also stärkere Schwankungen in diesen. Und so war es zum Beispiel auch im letzten Monat, wobei man hier in diesem Zusammenhang sagen muss, als die Zahlen für den Monat Februar, März veröffentlicht worden sind, diese, ich nenne sie jetzt mal Enttäuschung, war tatsächlich der US-Dollar nicht annähernd so stark unter Druck, wie man es eigentlich hätte erwarten können, auch gegenüber dem Euro. Das hatte zweierlei Gründe. Zum einen, weil die EZB sich verhältnismäßig expansiv präsentiert hatte in ihrer Rhetorik. Wir erinnern uns, die hatten am 7. März kommuniziert, dass es eine neue Reihe von sogenannten TLTROs geben soll, diese Targeted Long-Term Refinancing Operations, etwas weniger kryptisch, diese zweckgebundene Liquidität, die Banken zur Verfügung gestellt werden soll, die dann die anemische Kreditnachfrage eben dann im privaten Sektor ankurbeln soll, wo dieses Geld eben seitens der EZB günstig zur Verfügung gestellt wird. Einziges Problem mit diesen Maßnahmen, es ist nicht das erste Mal, dass man ein solches Programm eben auf den Weg bringt, sondern das ist in der Vergangenheit schon öfter vorgekommen, nämlich besagte zweimal, irgendwie sowas, und es hat dreimal nicht funktioniert. Und deswegen ist es auch nicht wahrscheinlich, dass es jetzt beim dritten Mal funktioniert, weil das Gesamtkonstrukt Euro nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Genauso wie auch die QE-Programme seitens der EZB nicht gefruchtet haben und in der Lage waren, die Inflation in irgendeiner Form anzukurbeln. Außer, dass sie jetzt im Grunde genommen zu einer massiven Umverteilung eben von Sparguthaben, also eine Enteignung des Sparers im erweiterten Sinne, eben aus der nordeuropäischen Hemisphäre, ganz besonders aus Deutschland, dann zu einer Umverteilung eben in Richtung Süden und besonders hier zu einer, ja, man muss es als direkte Staatsfinanzierung eben formulieren, und man muss es dann auch in dem Zusammenhang als vielleicht auch Sanierung des dortigen Bankensektors und dergleichen eben bezeichnen, weil auf Umwegen das Geld natürlich in den Bankensektor dort fließt und dann eben tatsächlich die dort krankenden Patienten eben tatsächlich versucht zu kurieren. Aber gut, Fakt ist auf jeden Fall, zurück zu dem eigentlichen Thema, und zwar, dass wir eben in diesem Zusammenhang den Euro in Richtung der 1,12er-Marke haben laufen sehen. Ich will das mal ganz kurz hier draufholen. Also das ist der Euro. Und ja, was wir halt in diesem Zusammenhang da gesehen haben, war eine erste kleine Gegenbewegung, die hat sich dann in den nächsten Tagen begonnen zu beschleunigen. Das war aber nicht eine Spätfolge der Non-Farm-Payrolls, sondern eine dann Spätfolge einer erwartet sich expansiv präsentierenden Fed, die auch genau sich so präsentiert hat. Und demnach war zunächst einmal dieser Bruch aus dieser Handelsrange hier vom Tisch. Also es war jetzt nicht davon auszugehen, dass wir eben aus dieser Range dann nachhaltig auf der Unterseite brechen, sondern es sah nach einem Fehlausbruch aus. Von dem haben wir uns dann zurückpendeln können in Richtung der 1,14er Region. Und genauso, wie wir uns haben wieder aufschwingen können, haben wir dann aber auch hier einen Push auf der Unterseite gesehen. Wieder zurück in Richtung des 1,12er Niveaus, in dessen Nähe wir auch jetzt derzeit traden, infolge nämlich eines Gerüchts, was sich dann etabliert hat, wonach die EZB planen könnte, dass es eben hier zu einem sogenannten Staffelzins für Banken kommt. Also sprich, die haben aktuell ja einen negativen Einlagenzins, eine negative Einlagenfazilität von minus 0,4%, und der erodiert ja im Großen und Ganzen das gesamte Geschäftsmodell und die Einkommensquellen eben des europäischen Bankensektors und sorgt dafür, dass nicht nur die Deutsche Bank massiv unter Druck ist, wobei natürlich die Deutsche Bank im europäischen Vergleich noch einer der größeren Player ist und natürlich dort ein besonderes Augenmerk, vielleicht auch ausgehend von den Derivate-Positionen, die Deutsche eben in ihren Büchern hält, natürlich ein besonderes Augenmerk dann auf die Deutsche geworfen wird. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass eben das unterm Strich also nichts anderes kommuniziert als, wir dürfen damit rechnen, sollten uns darauf einstellen, dass die EZB noch sehr, sehr lange an ihrer Nullzinspolitik festhält. Und das ist natürlich ein Nachteil dann im globalen Umfeld, zinstechnisch für den Euro, welches natürlich zügig wieder die 1,12 in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Und das gilt ganz besonders nachdem nämlich der Zins zehnjähriger US-Schuldtitel begonnen hat, in eine Bodenbildung überzugehen. Also sprich,
Wir haben neue Jahrestiefs zwar markiert, sind sehr deutlich unter diese gefallen, auch nach der EZ, nach der FED, Verzeihung, nach der FED, sind unter 2,5% auf 10 Jahre, 10 Jahre gerutscht. Kurzen Augenblick. So. Aber, da sehen wir, wir sind runtergerutscht bis auf 2,35, wenn ich jetzt noch richtig in Erinnerung habe, und sehen jetzt eine potenzielle Bodenbildung, eine Gegenbewegung, die uns deutlich zurückführt über dieses Niveau. Und das ist eine Entwicklung, diese potenzielle Bodenbildung, die wir jetzt hier eben sehen, das ist jetzt eine Betrachtung für 6 Monate dieser Zinsen, diese Bodenbildung, die jetzt hier vonstatten geht, nicht, dass sie in irgendeiner Form am geldpolitischen Kurs der FED irgendetwas ändert. Also da sollte man auch weiterhin nicht erwarten, dass die an der Zinsschraube dreht. Einen kurzen Augenblick. Ich mache mal kurz eben Folgendes. Ich hole mal eben den Dotplot drauf. Ich hatte den ja gerade versprochen. Ich will das mal an der Stelle auch einlösen, das Versprechen. Das dauert jetzt aber hier gerade ein bisschen. Einen Moment. Nur noch wenige Minuten. Ja, ehrlich gesagt, ist die Grafik, das wird man sich gleich denken, und dafür habe ich mir so eine Mühe gegeben, nicht besonders schön zum Angucken, aber eben unfassbar informativ, meiner Meinung nach. So. Also, das ist der Dotplot. Mal hier mal draufklicken. So. Und zwar sieht man hier diese Wahrscheinlichkeit, mit der die einzelnen stimmberechtigten FED-Mitglieder hier im Dezember eine Zinsanhebung erwarten für den Monat Dezember und dann jetzt für den März vom 20. Also das heißt von vor 2 Wochen. Und was wir hier damals gesehen haben, das ist das aktuelle Zinsniveau, 2,25 bis 2,5%. Da sehen eben hier die Mehrzahl der stimmberechtigten FED-Mitglieder noch im Dezember 2 bis 3 Zinsschritte im Jahr 2019. Und jetzt sind wir dort, da muss man wieder hier hingehen auf die Seite, sind eben die Mehrzahl der stimmberechtigten FED-Mitglieder bei keiner Zinsanhebung in diesem Jahr. Und dann auch nur die Mehrzahl, wenn man das hier sieht, die Mehrzahl der Stimmberechtigten tatsächlich auch nur bei einer Zinsanhebung im Jahr 2020. Also hat sich extrem in Richtung dovische Haltung eben verschoben. Das heißt also einen expansiven, geldpolitisch expansiven Kurs favorisierend. Und das hat halt initial erstmal dazu geführt, dass es hier zu einer dann auch deutlichen Inversion der Zinsstrukturkurve gekommen ist. 2- bis 10-jährige Schuldtitel haben sich invertiert dargestellt. Also sprich, 2-jährige Zinsen haben mehr Zins gezahlt als 10-jährigen, was in der Vergangenheit und auch meiner Meinung nach dieses Mal wird es nicht anders sein, ein sehr deutliches Signal in Richtung einer sich abzeichnenden Rezession dann in den USA eben zeigt. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, auch wenn das längerfristige Bild ist, ist kurzfristig der Modus bezüglich abzeichnender Rezession zum Beispiel einer sich expansiv zeigenden FED einfach ein bisschen zu heiß gelaufen. Und diverse jetzt reinkommende Wirtschaftszahlen beginnen vielleicht mit den von Montag dann veröffentlichten ISM-Zahlen zum verarbeitenden Gewerbe. Diverse Zahlen, die jetzt die Erwartungshaltung des Marktes erfüllen beziehungsweise sogar übertreffen, sind eben in der Lage, hier genau dann dem US-Dollar nochmal diesen Erholungsimpuls im 10-jährigen Zins zu geben, der in Verbindung mit einer weiterhin sich sehr expansiv präsentierenden EZB den Vorteil ganz deutlich in Richtung eben des US-Dollars switchen lässt und sehr wahrscheinlich werden lässt, dass wir im Euro-US-Dollar zeitnah eine Attacke auf die 1,12 und auch einen Bruch unter dieses Level sehen. Das zeigt sich übrigens auch noch an anderer Stelle. Ich will das mal kurz hier zeigen. Einen Augenblick. La, la, la. Singen so. Kannst du auch noch. Ja, das habe ich mit der Zeit mir angewöhnt, ja, bei dem Internet. Gestern zum Beispiel hatten wir in Berlin einen flächendeckenden Ausfall des Internets. Ja,
Tag davor ist die BV, hat die BVG wieder gestreikt, einen ganzen Tag. Ja, die wollen auch mehr Geld haben, wollen weniger arbeiten, was ja alles nachvollziehbar ist. Aber das Problem ist, dass sich bei mir jetzt mittlerweile beginnt, das so ein bisschen so darzustellen, dass ich das als Anfang vom Ende sehe. Also irgendwie irgendwie dramatisieren sich hier in jüngerer Vergangenheit die Entwicklungen im Berliner Umland in irgendeiner Form. Und das beginnt eben auch sich in digitaler Hinsicht in irgendeiner Form zu zeigen. Und ja, dem begegne ich dann damit, dass ich jetzt anfange, einfach mir die Welt schön zu singen. das ist nochmal eine Betrachtung zum Euro, US-Dollar im Vergleich zu dem Zinsdifferenzial 10-jähriger US gegen deutsche Bundespapiere. Auch eine sehr interessante Betrachtung meiner Meinung nach. Wir sehen nämlich, dass sich hier dieser Zinsspread wieder beginnt auszuweiten, also dass wir hier wieder abkippen. Wir sehen auch offensichtlich eine sehr stark positive Korrelation dieser beiden, also heißt etwas anders formuliert. Es käme wenig überraschend, wenn sich das Wechselkursverhältnis Euro-US-Dollar dem Zins annähert. Und wie gesagt, gute Zahlen aus den USA sind genau dafür möglich, genau das eben auf den Weg zu bringen, dann eben genau diesen Push zu liefern. Und ich finde auch die Erholungsbemühungen des Euros gegen das 1,12er-Level, die sind schon recht dünn, ehrlich gesprochen. Ja, ich sehe gerade übrigens 11.900 ist der DAX jetzt angelaufen. Die sind schon relativ dünn. Wir sehen zwar für heute erstmal so ein paar Aufschläge, eine kleine Korrekturbewegung, aber nichtsdestotrotz, das kann sich halt in den Folgestunden meiner Meinung nach deutlich eintrüben, das Bild. Und macht es dann auch sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal eine Attacke auf die 1,12 setzen. Vorausgesetzt natürlich, die Zahlen kommen wirklich besser als erwartet rein. Es könnte natürlich zu einer stärkeren Gegenbewegung dann auf der Oberseite kommen, just in jenem Moment, wo wir eben hier einen Datensatz zu sehen bekommen, der eben hier dann eben unter der Erwartung liegt. Aber aktuell, muss ich sagen, zeigen die Vorzeichen eher auf die Short-Seite. Und ich glaube, das Chance-Risiko-Verhältnis für Short-Engagements im Euro-US-Dollar mit Ziel 1,10, 1,09 vielleicht, ist tatsächlich wesentlich attraktiver, als darauf zu spekulieren, dass es hier zu einer sehr scharfen Gegenbewegung eben tatsächlich kommt. So, das eben im Zusammenhang Euro-US-Dollar. Dann blicken wir, aus gegebenem Anlass ganz kurz natürlich nochmal kurz auf den DAX. So, da sind wir jetzt in Richtung 11,9 gelaufen. Also man sieht auch hier der Ausbruch auf der Oberseite sieht erstmal nachhaltig aus. Ziel 9,32. Mal gucken, vielleicht machen wir in den nächsten 10 Minuten noch, in den letzten 10 Minuten des Webinars diese 30 Punkte. Wäre auf jeden Fall schön. Also dieser Trade, der scheint auf jeden Fall sich sehr günstig zu entwickeln. Gleiches gilt auch für einen letzte Woche vorgestellten saisonalen Trade, Euro-Austral-Dollar. Auch der entwickelt sich prächtig. Ja, wir erinnern uns dran. Wir haben ein saisonales Muster vom 19.3. bis zum 10.4., wonach in 79% der Fälle in den letzten 24 Jahren Euro-Austral-Dollar sich genau in diesem Zeitfenster schwach präsentiert hat. Also das, was ich gerade hier, das schwache Bild, was ich skizziert habe für den Euro, das passt natürlich auch wunderbar genau in diese Betrachtung hier für den Euro-Austral-Dollar. Auch wenn, wohlgemerkt, das ist das, was man natürlich einfügen sollte, auch wenn jetzt beispielsweise gestern die RBA nicht unbedingt sich sehr restriktiv präsentiert hat. Also die australische Notenbank, die hat gestern dann auch wiederum ein nicht ganz so positives Bild für eben die australische Wirtschaft gezeichnet, was allerdings jetzt nicht wirklich neu war, ehrlich gesprochen. Also ich persönlich kann nicht wirklich erkennen, dass das in Anführungsstrichen Game Changer war, dass das jetzt in irgendeiner Form hier, dass das grundlegend sowieso schon ein kritisches Bild für die australische Wirtschaft, den sich dort langsam aber sicher auch in einer Top-Bewegung beziehungsweise sich langsam abkippenden Tendenz präsentieren den Immobilienmarkt und dergleichen, dass man das nicht vorher gewusst hätte. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass von diesem gestrigen bullischen Impuls jetzt wieder ein Großteil hergegeben wurde. Der Austral-Dollar vielleicht auch derzeit davon profitieren kann, dass die Aktienmärkte sich wieder derart stark präsentieren. Also Fakt ist auf jeden Fall in diesem Zusammenhang, dass eben derzeit weiterhin alles nach Plan läuft. Wir haben jetzt noch roundabout eine Woche von heute, ziemlich genau sogar. Das anzuvisierende Ziel bleibt eben im Bereich um roundabout 1,63 liegen. Und die gelbfarbene Linie, die sogenannte Smart Line, das ist jene Linie, die eben den Trade, sollten wir bis dahin weder Take Profit noch Stop Loss erreichen, dass wir eben dann den Trade ausgenommen sehen, eben tatsächlich automatisch
derzeit wahrscheinlich mit einem Profit. Was natürlich besonders attraktiv ist, ist der hier zusätzlich noch auflaufende positive Swap durch das positive Zinsdifferenzial australischen Zinses gegenüber dem Eurozins, der nochmal zusätzlich eben tatsächlich hier einen positiven, eine positive Tendenz eben tatsächlich liefert. Und man sieht auch hier, ich habe da das Blau markiert, Euro-Neuseeland-Dollar ist ebenfalls jetzt in einen Pattern gelaufen. Bereits vorgestern, beziehungsweise gestern mit dem Eröffnungskurs am 2. April, also will ich auch mal ganz kurz hier, zack, diese Pattern nochmal draufholen. Also Euro-Austral-Dollar, das ist dieser Trade gewesen, den wir letzte Woche thematisiert hatten, oder stimmt gar nicht letzte Woche, schon vor 3 Wochen war es. 2 Wochen haben wir den, glaube ich, thematisiert. Der rot markierte ist jetzt der aktuell angelaufene Euro-Neuseeland-Dollar-Short, der wesentlich kürzeres Zeitintervall eben tatsächlich hat, aber eine ähnlich interessante Struktur eben aufweist. Für die letzten 20 Jahre sind wir hier, ich mache das auch mal ein bisschen größer übrigens. Moment. In den letzten 20 Jahren haben wir nämlich auch hier in 15 Jahren von diesen 20 eben den Euro-Neuseeland-Dollar schwächer gesehen. Bei einem durchschnittlichen Gewinn von 235 Pips, einem durchschnittlichen Verlust von 106 Pips. Wie setzt man den Trade auf? Identisch zu dem hier, dem Euro-Austral-Dollar. Der Entry ist bereits gefunden worden. Aktuell könnte man wahrscheinlich sogar nochmal zum etwas attraktiveren Kurs sich positionieren. Demnach gehst du nämlich auf den Eröffnungskurs vom 2.4. dann gehst du Short Euro-Neuseeland-Dollar, setzt deinen Stop 240 Pips entfernt. Also ihr seht, ich arbeite hier nicht mit dem durchschnittlichen Verlust, sondern mit Maximalverlust und dann auch ausgehend von der ATR. Schau mal also die durchschnittliche Schwankungsbreite eben tatsächlich an. Und dann platziere ich eben aber in der Distanz des durchschnittlichen Gewinns meinen Take Profit. Also das heißt jetzt angewandt auf diesen Trade hier, wir gehen eben zu diesem Kurs dann entsprechend Short. Das ist gestern nicht der Eröffnungskurs gewesen, sondern da gab es einen kleinen Sprung aufwärts übrigens. Wir haben über Nacht dort ein kleines sogenanntes Upgap gesehen. Da sind wir also in den Gefilden aktuell um 1,6560, 1,6540, so in dem Dreh, wo wir dann ins entsprechende Short positionieren und dann setzen wir den Stop eben 240 Pips höher. Das heißt also von der 1,6540 bei 1,6780 und platzieren dann 235 Punkte oder Pips tiefer entsprechend unser Take Profit Level. Und dann landen wir eben bei einem Take Profit im Bereich um 1,63 von 1,6540. Ich habe es aufgerundet, landen wir dann eben hier bei dem entsprechenden Take Profit. Was sich ergänzend hierzu natürlich noch einfügt, ist neben der Euro-Schwäche auch dort das technische Bild, diese Abwärtssequenz, die sich eben hier etabliert hat, wo wir diesen sich abzeichnenden Abwärtstrendkanal eben seit Anfang des Jahres schon bereits sehen. Und das wäre es eigentlich im Zusammenhang mit dem Euro-Neuseeland-Dollar dann gewesen, wie man den Gedanken Euro-Short eben auch aus saisonaler Perspektive dann spielen könnte, in Verbindung vielleicht auch mit einer Währung, die zudem eine positive Korrelation zum Aktienmarkt hat, der sich übrigens weiterhin noch stark präsentiert. Und wie gesagt, da sind wir jetzt auf dem Weg, eben tatsächlich gleich den Take-Profit im Zusammenhang mit dem DAX auf der Oberseite zu erreichen. So, das wäre es jetzt erstmal zunächst gewesen. Ich widme mich mal der Chatbox und einigen Fragen, die hier reingekommen sind. Vielleicht als kleine Ergänzung. Heute ist ja der Tag der PMIs, also Einkaufsmanager-Indizes. Und bis jetzt waren Spanien, Italien und Frankreich sehr positiv, Erwartungen übertroffen. Gleich kommen die deutschen Zahlen. Und der Euro scheint es zumindest zu mögen bis jetzt intraday. Das erklärt also jetzt dann auch hier, wo gerade diese Aufwärtstendenz sich darstellt. Was natürlich interessant ist, weil ich bin mittlerweile bei diesen Daten, die da veröffentlicht werden, selbst wenn sie besser veröffentlicht werden, diese Einkaufsmanager-Indizes, besonders aus dem Euro-Raum, muss ich sagen, ich hab da mittlerweile so eine klassische Herangehensweise entwickelt, dass dieser Impuls nicht zwangsläufig nachhaltiger Natur sein muss. Also ganz besonders, wenn er besser als erwartet rauskommt. Ich bin jetzt mal gespannt, 9.55 Uhr sind die deutschen Zahlen, ne? Das ist jetzt dann der Fall. Das ist jetzt, genau, ja. Schauen wir mal, ob wir jetzt gleich. Also die ersten 3 Pips waren jetzt nach oben, das würde ich sagen, war wahrscheinlich besser als erwartet. Genau, 55,4 zu 54,9 auch besser.
Okay, also da sehen wir jetzt noch eine leichte Aufwärtstendenz. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sich dieses Bild dann, wenn wir die 15-Minuten-Ebene hier anschauen, oh, so, ob das eine nachhaltige Bewegung wird oder ob wir jetzt nicht tatsächlich hier eher so gegen den Bereich der gestrigen Hochs müssen das sein, ne? Ja, so diese Region, ob wir da nicht eventuell einen stärkeren Widerstandsbereich eben tatsächlich dann finden, beziehungsweise eventuell nur so ein kurzer Spritzer drüber stattfindet und das dann eher dazu genutzt wird, hier wieder eine Abwärtstendenz zu erwarten, dass das wieder hergegeben wird. Also die Nachhaltigkeit solcher Daten vor dem Hintergrund des Bildes, was die EZB da gezeichnet hat, ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Also derzeit sieht es ganz positiv aus, ohne Frage. Man muss aber auch vielleicht dann in dem Zusammenhang sagen, wir reden von den Niveaus hier gerade mal. Das sieht zwar dynamisch aus, aber das sind 20 Pips. Also das ist nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Also eine richtig stark dynamische Gegenbewegung, die sieht gefühlt irgendwie so ein bisschen anders aus. Also ich will, um Gottes Willen, ja, nicht, dass man jetzt denkt, irgendwie, ich bin ein Schwarzmaler oder so. Ich freue mich natürlich über positive Zahlen aus der Eurozone. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin so ein bisschen skeptisch, ob sich dieses Momentum halten kann. Diesen Bereich auf jeden Fall kaufen würde ich derzeit nicht, sondern wenn ich mich den Euro long positionieren wollte, dann eher bei einem Rücksetzer nochmal hier gegen diese ehemaligen Hochs, wo ich mich dann allerdings auch fragen würde, wo sollte jetzt nochmal eine Dynamik gegen diesen Bereich dann herkommen, mit jetzt immer mehr stärker versiegenden Zahlen aus der Eurozone und diese Tendenz macht sich ja jetzt nicht nur in den USA bemerkbar oder in Europa bemerkbar, sondern auch in China zum Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit bei diesen Zahlen, die jetzt veröffentlicht worden sind, dass vielleicht auch mit der Aussicht auf einen Trade-Deal, den man findet zwischen China und den USA, dass das positive Entwicklungen dann auch auf den Einkaufsmanager-Bereich, auf den Business-Bereich in den USA hat, scheint ja durchaus realistisch gegeben. Was anders formuliert bedeutet, es wäre nicht überraschend, wenn die Zahlen aus den USA dann auch nochmal deutlicher positiv veröffentlicht werden und dass dann eben tatsächlich genau nochmal diese ernsthafte Attacke auf den 1,12er-Bereich im Euro eben nach sich ziehen könnte. Die Frage von Thomas, sollte man den Stop im DAX nachziehen? Das wäre natürlich zu Betracht ziehende Option. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt diesen sogenannten Make-or-Break-Ansatz, der sagt, entweder der Trade läuft in den Take-Profit oder er wird eben ausgestoppt, beziehungsweise der ist auf Intraday-Basis angelegt. Das heißt also, sollte er jetzt bis 21:50 Uhr unserer Zeit den Take-Profit nicht erreichen, dann würden wir ihn eben entsprechend rausnehmen. Also zu dem jeweiligen Kurs, wo wir dann derzeit traden. Eine weitere Herangehensweise ist, dass wir sagen, nachdem wir jetzt hier offensichtlich schon mehr als ein R verdient haben, also das heißt, ein R entsprach ja 32 Punkten, nachdem der Markt 32 Punkte für uns gelaufen ist, dass wir den Stop dann auf Break-Even plus 1 nachziehen. Das Problem dabei ist natürlich, das müsste man tatsächlich nochmal nachtesten oder dann tatsächlich backtesten, diese Herangehensweise. Dass man eben hier natürlich Gefahr läuft, den Stop irgendwo in die Pampa nachzuziehen, in Anführungsstrichen. Ja, also das heißt, etwas anders formuliert, du hast eigentlich kein markttechnisch sinnvolles Niveau, auf dem du den Stop dann hier entsprechend nachziehen würdest. Ja, ist so ein bisschen eine Herangehensweise, die muss jeder für sich selber eben tatsächlich entscheiden. Ich fahre mit beiden verhältnismäßig gut, bin mittlerweile allerdings in den Make-or-Break-Modus, so nenne ich ihn mal, eben tatsächlich übergegangen und arbeite dort einfach mit dem Ziel auf der Oberseite, was erreicht wird oder was eben nicht erreicht wird und fahre damit auch relativ gut, auch wenn es mental natürlich ein bisschen problematisch eben sich dahingehend darstellt, dass man, wenn der Markt jetzt hier, und auch das ist schon vorgekommen, und das ist kein schönes Gefühl, das kann ich garantieren, dass der Markt eben, nachdem er sich schon so deutlich in unsere Richtung bewegt hat, dann tatsächlich abkippt und über den Tag hinweg tatsächlich nochmal zurück in die Range läuft und dann tatsächlich auf den Trade einen Verlust generiert. Das ist, ja, es tut der Gesamtprofitabilität des Ansatzes zwar keinen Abbruch, aber es ist mental eben nicht besonders leicht, damit umzugehen. Aber wie gesagt, das entspricht oder das hängt so ein bisschen davon ab, wie die persönliche Präferenz des jeweiligen Traders ist. Also wie gesagt, ich habe beide Ansätze schon gefahren, fahre derzeit eben diesen Make-or-Break-Ansatz, bin aber auch schon mit dem Break-Even-Ansatz einigermaßen profitabel gefahren. Deswegen würde ich sagen, es hängt von der Präferenz des jeweils welchen ab. So, und dann kommt noch eine Frage von Dieter zum saisonalen Trade für Pfund Sterling gegen den Schweizer Franken. Auch den hatten wir letzte Woche ja thematisiert.
Wo habe ich den eigentlich? Oh, ich habe den Chart zugemacht. Ja, das ist jetzt ausgehend von der sich etwas eng zeigenden Zeit ein bisschen schwierig, da den Chart nochmal aufzurufen. Aber ich kann so viel dazu sagen, das, was letzte Woche oder vorletzte, nee, vor 2 Wochen, glaube ich, war es, was da so ein bisschen problematisch war, war tatsächlich, dass der Eindruck entstanden ist, dass der Trade zu dem Tag aufgesetzt wird, als wir es thematisiert haben, aber tatsächlich eigentlich erst der Schlusskurs dieses Tages gemeint war. Und das ist insofern relevant zu erwähnen, als dass wir nämlich an dem Tag nochmal einige Turbulenzen infolge dieser Brexit-Geschichte eben zu sehen bekommen haben, die dann eben dazu beigetragen hat, dass dieser Trade zwischenzeitlich und der von mir thematisierte Stop, dieser Worst-Case-Stop tatsächlich geholt worden wäre. Wie sich der Trade dann weiterentwickelt hat oder hätte, wenn man den Trade so aufgesetzt hätte, mit dem Schlusskurs dieses Tages kann ich an der Stelle tatsächlich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass Pfund, glaube ich, gegenüber dem Schweizer Franken auch begünstigt durch das derzeitige Umfeld und die Tatsache, dass der Schweizer Franken ja gerne als Finanzierungsvehikel für solche Carry-Trades genutzt wird, dass der wahrscheinlich sich derzeit positiv darstellen dürfte, also eine leicht positive Tendenz mindestens eben ausgibt, wobei natürlich auch weiterhin sehr, sehr vieles davon jetzt abhängt, in welche Richtung sich diese Brexit-Verhandlungen eben tatsächlich orientieren. Und Asche auf mein Haupt, ich muss zugeschrieben, aber ich habe mich mittlerweile nicht mehr groß damit auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe wirklich dort nicht die Geduld verloren, aber zumindest mal keinen Spaß mehr, diese Farce mir länger als nötig eben anzuschauen. Bin einfach gespannt, in welche Richtung es geht. Meine Tendenz ist weiterhin, dass man sich schon irgendwie einigen wird und dass das nachweislich dann, oder nachweislich nicht, sondern dass das einen positiven Impuls auf Pfund Sterling haben könnte, Euro-US-Dollar, Entschuldigung, Pfund US-Dollar, eine Attacke zurück in Richtung der und auch Lauf zurück über die 1,40er Marke nach sich zieht. Aber mehr habe ich aktuell zum Pfund Sterling tatsächlich nicht auf der Pfanne. Ja, das wäre es meinerseits gewesen. Gut, dann vielleicht noch der Vollständigkeit halber, Eurozone PMI auch besser als erwartet. Super, dann vielen Dank, Jens. Wieder ein super Webinar. Vielen Dank an die Teilnehmer, auch für die Fragen. So macht es ja Spaß. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Viel Erfolg heute beim Trading und noch eine schöne Woche. Jens, dir natürlich auch. Vielen Dank. Wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Und bis dahin passen Sie auf Ihre Position auf. Und bis bald. Jens, wie immer, das Schlusswort. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Happy Trading, pass auf Stops auf. Und man hört sich. Ich freue mich drauf. Bis dann und tschüss.